Hallo und herzlich willkommen zu Gold. Heute hier aus dem Forum der Bundeskunsthalle, denn hier steigt die große Eröffnung der Martin Kippenberger Retrospektive. Bitte schön, danke schön. Hier wird jetzt gleich ganz offiziell geredet. Bei uns wird schon mal geguckt. Kommen Sie mit. Und da sind wir auch schon bei Kippenberger. Der war ja ein extrem vielschichtiger Typ. Er war Anarchist und Gentleman. Er war definitiv ein Alleinunterhalter, aber kein Einzelgänger. Und er war einer, der das Künstlertum abgelehnt und gleichzeitig extrem zelebriert hat. Sagt zumindest seine Schwester über ihn. Das facettenreiche Werk Kippenbergers noch bis 16. Februar bei uns. Kippenberger hören? Gar kein Problem, geht bei uns auch. Mit O-Tönen, mit Texten und der Stimme von Martin Kippenberger gelingt es Autor und Komponist Oliver Augst, den beißenden Hohn Kippenbergers zu beleuchten. Und zwar den über die spießbürgerlichen Verhältnisse. Das Ganze macht er sehr humorvoll und musikalisch. Donnerstag, 28. November, 19 Uhr. Und dann haben wir noch das Bildnis einer Trinkerin für Sie. Das ist ein Film von Ulrike Ottinger von 1979, zeigt das damalige Berlin. So liebevoll und so erschreckend ist Berlin in einem Film noch nie porträtiert worden. Dienstag, 3. Dezember, 19 Uhr. Und schauen Sie mal, wen ich hier in der Ausstellung getroffen habe, den Intendanten der Bundeskunsthalle, Rhein Wolfs. Hallo. Hallo. Was ist Kippenberger für Sie für ein Typ? Was macht ihn so interessant? Der Kippenberger ist alles. Kippenberger ist schön und nicht schön. Kippenberger ist Maler, ist Bildhauer, ist Installationskünstler, ist Lebenskünstler, ist der Künstler pur sang, würde man sagen. Das war ja jetzt Ihre letzte Eröffnung eben hier für die Bundeskunsthalle. Es zieht Sie zurück in die Heimat, es geht zurück in die Niederlande. Was werden Sie vermissen? Ich werde die rheinische Toleranz vermissen. Die deutsche Toleranz werde ich gewissermaßen vermissen, weil man denkt immer, dass Holland so tolerant ist. Aber ich habe Deutschland und das Rheinland als super tolerant kennengelernt. Das ist überraschend. Eine wichtige letzte Frage noch, wenn Sie sich kurz mal umdrehen. A, B oder C? Tipp auf die A. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Ich hätte C gesagt. Alles in Ordnung. Wir sehen uns so schnell nicht wieder. Rhein Wolfs, alles Gute. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder, wenn es was Neues gibt.